Diese 8 Anzeichen deuten darauf hin, dass dich deine Partnerin betrügt. Alle Punkte, die wir heute besprechen, die treffen natürlich auf Männer und auf Frauen zu, weil unter meinen Zuschauern aber viel mehr männliche als weibliche sind, benutze ich vorwiegend die weibliche Form, also die Betrügerin. Ja, und wenn euch meine Themenwahl gefällt, macht doch gern ein Abo, aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video verpasst und folgt mir auch bei Instagram für Inputs oder auch für Themenvorschläge. Die könnt ihr mir dort einfach in die DMs schreiben. Ich werde versuchen, sie hier aufzugreifen. Ja, und das heute ist auch ein Thema übrigens, das von euch kommt. Untreu sein heißt ja für alle ein bisschen etwas anderes. Betrügen fängt ja auch nicht unbedingt erst bei körperlicher Intimität an. Es gibt ja auch die emotionale Untreue. Je nachdem ist sogar Flirten für manche Fremdgehen oder Herumshakern. Schreibt mir doch in die Kommentare, was Untreue für euch bedeutet. In diesem Video geht es um Betrügen, von dem man weiß, dass es den Partner in einer verbindlichen Beziehung sehr verletzen würde. Und es gibt ja die Situation, und ich traf sie auch schon an in meinem Leben, wo einem der Instinkt sagt, da stimmt was nicht. Du hast keinen direkten Beweis, aber da ist so ein Bauchgefühl. Ein ekelhaftes. Und wichtig auch, mit dem Bauchgefühl muss man nicht immer richtig liegen. Es bringt auch nichts, wenn man sich verrückt macht. Letztlich kann man solche Dinge eh nicht ändern. Aber es ist schon noch wichtig, solche Warnzeichen zu erkennen und auch zu verstehen, dass sie ein Hinweis auf mögliche Probleme in der Beziehung sein könnten, insbesondere von Untreue. Ja, und vielleicht steckt ihr ja wie ich mitten im Weihnachtsstress mit allerlei Dingen, die noch rasch erledigt werden müssen. Und ich brauche dafür eine extra Portion Energie. Darum halte ich mich an meine gesunde Routine und dazu motiviert mich AG1. Dieses Video ist freundlicherweise gesponsert von AG1. Ich trinke AG1 jetzt schon eine ganze Weile, jeden Morgen, und ich fühle mich tatsächlich lebhafter und energetischer. Die Vorbereitung ist ganz rasch, sie dauert nur 60 Sekunden und passt so super in meinen Lebensstil. AG1 enthält hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Es unterstützt das Immunsystem, die Muskelerholung, Fingernägel und Haare. Und dazu schmeckt es noch gut. Und wie immer sage ich, es ersetzt natürlich nicht eine ausgewogene Ernährung. Also dein Mandarinchen ist dennoch wichtig für dich, aber es ist eine ideale Ergänzung, wenn du deinem Körper täglich etwas Gutes tun willst. Im Abo wird dir AG1 monatlich frei nach Hause geliefert. Du kannst dann jeden Monat entscheiden, ob du es weiternehmen möchtest oder nicht. Du kannst den Vertrag jederzeit pausieren oder stoppen oder den Lieferrhythmus anpassen. Natürlich habe ich eine tolle Aktion für meine Community. Klick auf den Link in der Beschreibung und erhalte bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu. Probier's doch mal aus. Anzeichen Nummer 1, das darauf hindeutet, dass deine Partnerin oder dein Partner dich betrügt: sehr starke oder radikale Veränderungen im Verhalten. Wenn das Verhalten des Partners sich sehr stark in eine Richtung verändert und scheinbar grundlos. Das kann sein plötzlich distanziertes Verhalten oder Desinteresse an gemeinsamen Aktivitäten, die euch normalerweise immer Spaß gemacht haben, oder sie initiiert plötzlich häufige Streitereien ohne ersichtlichen Grund oder beginnt, dich zu kritisieren. Das alles könnte bedeuten, dass sie sich von der Beziehung zurückzieht. Auch ein plötzlicher Wandel in der Intimität kann auf Untreue hindeuten. Wenn dein Partner plötzlich viel weniger an Intimität interessiert ist, obwohl das zuvor ein wichtiger Bestandteil in eurer Beziehung war. Achtung, das muss aber nicht zwangsläufig auf Fremdgehen hinauslaufen. Stress, persönliche Probleme, solche Dinge, die könnten natürlich ebenfalls dazu führen. Oder aufgrund ihres schlechten Gewissens tut sie plötzlich jede Menge nette Dinge, die sie sonst auf diese Art nie getan hat. Umsorgt dich übermäßig oder ist neuerdings immer so tolerant. Geh du nur für 2 Wochen mit den Kumpels in Urlaub, gar kein Problem. Fremdgänger sind manchmal froh darüber, dass du weggehst. Oder du merkst, dass es ihr völlig egal ist, dass du weg bist oder mit wem. Etwas, das Leute tun, die fremdgehen: sie legen ein geheimnisvolles Verhalten an den Tag. So eine Geheimniskrämerei. Sie versteckt zum Beispiel ihr Telefon, ändert das Passwort oder sie verbirgt ihre Nachrichten oder ist ungewöhnlich schützend, was ihre Privatsphäre betrifft. Sie verlässt immer den Raum, um Nachrichten zu lesen oder um einen Anruf entgegenzunehmen. Sie verhält sich halt, als hätte sie etwas zu verbergen. Betrüger beschuldigen oft andere des Betrugs. Wirklich oft neigen Betrüger dazu, übermäßig misstrauisch zu sein, weil sie selbst untreu sind. Sie projizieren ihre eigenen Handlungen auf ihren Partner, um vor ihren eigenen Fehlern abzulenken oder um sich selbst weniger verdächtig erscheinen zu lassen. Wenn also die Person plötzlich übermäßig eifersüchtig wird, dich sogar aus dem Nichts der Untreue beschuldigt, obwohl du gar nichts Falsches getan hast,
kann das ein Anzeichen für Ihr eigenes Fehlverhalten sein. Dazu passt sehr gut auch der nächste Punkt, das Gaslighting. Auch das kann ein Warnzeichen sein. Der Begriff, der steht für das gezielte Manipulieren oder Infragestellen der Realität einer Person, also des Partners. Damit will man Zweifel an deiner eigenen Wahrnehmung säen, so dass du beginnst, an dir selbst zu zweifeln und die Schuld auf dich zu nehmen. Und ich habe das in einer Beziehung einmal erlebt vor vielen Jahren und ich habe wirklich lange gedacht, der Fehler liege bei mir. Ich habe die Schuld bei mir gesucht, was habe ich falsch gemacht, ich habe mich schlecht gefühlt, bis ich dann tatsächlich Beweise für seine Untreue erhalten habe. Fremdgänger benutzen manchmal diese psychologische Taktik, mit der man deine Gedanken zu kontrollieren versucht, um die Schuld von sich abzulenken oder um dich davon abzuhalten, die eigenen oder seine eigenen betrügerischen Handlungen zu hinterfragen. Und so wird deine Wahrnehmung verzerrt, deine Gefühle werden heruntergespielt. Beispiel: Anna und Tom sind seit Jahren ein Paar und in letzter Zeit hat sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie bemerkt, dass Tom sich distanzierter verhält und oft spät abends Nachrichten erhält, die er liest, wenn sie nicht in der Nähe ist. Sie spricht ihn darauf an, er reagiert aggressiv und greift sie an, sie sei übermäßig eifersüchtig und kontrollierend. Du bist es doch, die mir nicht vertraut. Deine Unsicherheit ist es, die Distanz zwischen uns schafft. Er versucht, ihr das Gefühl zu geben, sie sei diejenige, die das Problem verursacht. Damit sie beginnt, an sich selbst zu zweifeln und sich ihre Bedenken in Luft auflösen. Er bringt sie dazu, ihre eigenen Gefühle und Wahrnehmungen in Frage zu stellen. Ja, und dieses Mindgame, das kann einem tatsächlich völlig kirre machen. Habt ihr schon Ähnliches erlebt? Erzählt mir gerne von euren Erfahrungen. Plötzliche Sorge um das Aussehen. Also ein plötzliches Interesse an der Verbesserung des Aussehens oder auch des Kleidungsstils, das mit dem früheren Verhalten nicht übereinstimmt. Deine Partnerin kauft plötzlich neue Kleidung oder sie ändert ihren Stil oder sie achtet stark auf ihr Äußeres, ohne dass es dafür eine erkennbare Notwendigkeit gibt. Das Betonen der Bedeutung von Freundschaft mit der besagten Person kann ein Hinweis auf Untreue mit ihr sein, und zwar mit Hilfe der Ablenkungstaktik. Und das war bei meiner geschilderten Situation damals der Fall. Also man fokussiert auf die Freundschaft, um die Bedeutung der romantischen oder der sexuellen Beziehung herunterzuspielen. Beispiel: Sie verbringt sehr viel Zeit mit dieser Person, trifft sich oft. Und wenn du Bedenken anmeldest, er ist nur ein guter Freund. Er versteht mich einfach auf ganz andere Art. Vielleicht versucht man damit, das Vertrauen zurückzugewinnen, indem man auf die Wichtigkeit der Freundschaft und des auch gegenseitigen Verständnisses hinweist. Ja, und ob es dann wirklich nur ein Freund war, stellt sich dann manchmal nach einer Trennung heraus. Also wenn die Ex dann mit genau dieser Person zusammenkommt, kann das deinen Instinkt bestätigen, dass da schon zuvor etwas war. Das muss ja keine körperliche Untreue gewesen sein, aber zumindest ein Körnchen. Das Freundschaftsargument ist wie ein Joker, es funktioniert in alle Richtungen. Man steht mit seinem Verdacht als eifersüchtige und intolerante Person da, die dem Partner seine Freunde nicht gönnt, während man gleichzeitig keine richtige Munition hat, wenn man Bedenken äußert. Ausreden, um fern zu bleiben. Der Partner hat plötzlich immer wieder Dinge zu erledigen, vielleicht außer Haus, oder ist regelmäßig jeden Mittwochabend nicht verfügbar. Er hat plötzlich ohne plausible Erklärungen immer wieder keine Zeit. Vielleicht wegen ungewöhnlich langer Arbeitszeiten, die nicht der üblichen Routine entsprechen. Auch das muss natürlich nichts heißen. Aber wenn du sagst, dass du gerne dabei wärst, aber das ist nie möglich, lohnt es sich mal vielleicht genauer hinzuschauen. Auch unregelmäßige Finanzaktivitäten können ein Hinweis auf Untreue sein. Du bemerkst plötzlich ungewöhnliche Abbuchungen oder Ausgaben auf der Kreditkartenabrechnung, die nicht erklärt werden können. Oder du findest Rechnungen für Dinge, von denen dir dein Partner nichts erzählt hat. Wie gesagt, all diese Punkte bedeuten nicht sofort, dass er oder sie untreu ist. Es ist wichtig, nicht sofortige Schlüsse zu ziehen, sondern diese Verhaltensänderungen als potenzielle Warnsignale zu betrachten und eine offene und ehrliche Diskussion zu führen. Falls ihr das Video hilfreich findet, macht gerne ein Abo und empfiehlt diesen Kanal gern weiter. Danke fürs Zuschauen, bis ganz bald und tschüss!